So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 20. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und die letzte Handelswoche, die letzten Handelstage, muss man eher sagen, vor den Weihnachtsfeiertagen einläuten. Einiges an Volatilität. Stichwort Lockdown, Spekulationen, die jetzt aktuell hochkochen, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen, die in den Niederlanden stattfinden. Am Wochenende hat man dort ja einen Lockdown verhangen, einen harten Lockdown, ich weiß gar nicht, wie das heißt, und hat dort jetzt alle Non-Essential Businesses runtergefahren. Die Spekulationen halten sich, dass so etwas vielleicht auch in Deutschland oder beziehungsweise in anderen europäischen Mitgliedstaaten die Folge sein könnte. Jetzt melden sich wieder alle Experten, alle reden durcheinander, keiner weiß Genaues, keiner hat das kommen sehen, was jetzt gerade passiert, etc. pp. Ja, und die Märkte reagieren jetzt erstmal ein bisschen verstimmter drauf, weil, also so zumindest meine Interpretation, so will ich es mal sagen. Also besonders in Kombination vielleicht auch mit dem jüngsten geldpolitisch eher restriktiveren Ausblick seitens der US-Notenbank und dünnes Marktumfeld in Ergänzung, technisch relevantes Level im Hinblick dann beispielsweise auf den DAX, welches unterschritten worden ist. Das war also im Bereich 15.400 Punkte. Und infolgedessen, ich hatte das schon in meiner DAX-Analyse am vergangenen Freitag eingeleitet gehabt, hatten wir dann durchaus oder haben Potenzial bis 15.000. Eventuell geht es noch ein Stück weit tiefer. Die Jahresendrallye, beziehungsweise Santa Claus Rallye oder wie auch immer, die scheint auf jeden Fall jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben. Ich bin mal gespannt, ob sich hier wirklich nachhaltige Volatilität beginnt zu etablieren oder aber ob das nicht vielleicht sich beginnt, eher früher als später zu legen. Nicht, dass ich jetzt noch sonderlich optimistisch wäre, dass wir in den kommenden Tagen einen Stint in Richtung 16.000 zurück zu sehen zu bekommen im DAX. Dafür müssten einige ja, Hürden aus dem Weg geräumt werden. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Aber nichtsdestotrotz, noch sehe ich nicht die Fälle komplett davon schwimmen. Also, aber wie gesagt, da blicken wir gleich drauf. Wir werfen natürlich einen Blick auf Gold. Die Performance da ist so ein bisschen durchwachsen ebenfalls. Also wir pendeln um 1.800 US-Dollar pro Feinunze, obwohl die Vorgaben eigentlich grundsätzlich weiterhin sehr, sehr stark bullisch sein sollten. Also durch das global makroökonomische Bild. Wir werfen einen Blick natürlich auch auf den Kryptobereich. Interessanterweise, ich bin etwas überrascht, aber auch da werfen wir einen Blick drauf, haben wir heute nachbörslich noch zwei Unternehmen, die Zahlen vorlegen und die sich infolgedessen vielleicht für ein Earnings Play dann morgen allerdings erst anbieten. Aber wir werfen heute schon gleich einen Blick drauf. Einmal ist das Micron und einmal ist das Nike. Ja, auch darauf werfen wir einen Blick und soweit erstmal zur Einleitung. Also, jetzt blicken wir zunächst auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst einmal im Demo mit den Produkten grundsätzlich vertraut, mit der Volatilität, die damit einhergeht, etc. pp. Risikofrei, runterladbar auf markets.com/de. Man entscheidet dann, ob der Handel sich für einen eignet und sofern man diese Frage mit Ja für sich beantworten kann, ob der Handel sich eignet, ja oder nein, hat man dann eben hier auch relativ zügig die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen, neben Devisen und FX-CFD-Produkten. Hat man natürlich auch die Möglichkeit, physisch Aktien beispielsweise oder ETF zu traden, sogenanntes Multi-Asset Brokerage. Alle Informationen hier in diesem Zusammenhang auf markets.com/de. Da findet ihr zum einen den Risikohinweis, aber wie gesagt auch alle darüber hinausgehenden Produkte neben FX und CFDs. Schickt gerne Elena eine E-Mail. Kontaktiert mich gerne im Hinblick auf Fragen rund um die Märkte. Einmal hier im Livestream während des Morning Meetings, unterhalb des Videos, falls euch die Aufzeichnung bei YouTube jetzt anschaut, in der Chatbox. Beziehungsweise kontaktiert mich gerne über die Webseite jk-trading.com/forum. Da haben wir jeden Tag eine Trading-Chatbox, die ich aufsetze, Discord-Community. Schreibt mir gerne eine E-Mail, jklatt@jk-trading.com, beziehungsweise kontaktiert mich auch gerne über Twitter. Twitter werden wir heute häufiger tatsächlich ansteuern. Da habe ich einige Charts vorbereitet. Bevor wir durchstarten, will ich einmal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen, einmal schauen, ob alles gut gestreamt wird. Das sollte eigentlich stattfinden. Sehr gut. Also sollte sich irgendwas ändern, dann lasst mich das bitte gerne wissen. Und ich mache mal ganz kurz noch Folgendes. Für diejenigen, welchen die bei YouTube vorbeischauen, hier ist einmal die Lösung über Twitch. So, da gab es bis dato noch keine Schwierigkeiten. Also, Ausnahme natürlich, wenn das Internet in irgendeiner Form instabil war oder dergleichen, aber grundsätzlich gab es da keine Schwierigkeiten. Schaut gerne, wie gesagt, bei Twitch vorbei. Abonniert auch gerne den Kanal. Das ist der gleiche Stream, der jetzt hier abläuft. Ich habe so eine Split-Lösung, aber nichtsdestotrotz sollten mal irgendwie, irgendwo, irgendwann irgendwelche Schwierigkeiten bei YouTube auftreten. Dann wird auf jeden Fall bei Twitch das Morning-Meeting wie gewohnt durchlaufen. Und ja, lasst uns einen Blick auf die Märkte werfen. Lasst uns einen Blick auf den DAX werfen. Wie gesagt, hier ist der Abgabedruck, den wir deutlich erkennen können. Hatte er sich abgezeichnet?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch mir nicht mehr so sicher, ob das, was wir jetzt zu sehen bekommen, nicht in der Form hat erwartet werden können. Man muss ja im Endeffekt eigentlich nur komplett konträr von dem ausgehen, was die Politiker aktuell sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Herrn Lauterbach jetzt heute früh gelesen habe, ich bin bei Bäcker vorbeigelaufen, da war wieder eine Zeitung im Ständer, in Anführungsstrichen. Schaut man drauf, Herr Lauterbach sagt, es wird keinen Lockdown geben. Ich glaube auch nicht, dass es vor Weihnachten einen gibt, aber nach Weihnachten wird es mit Sicherheit einen geben. Ich bin da fest von überzeugt. Allerdings glaube ich nicht, dass der Grund dafür, also man schiebt einen Grund vor, man wird das mit Omikron jetzt irgendwie rechtfertigen und dergleichen. Ich bin nicht ganz im Bild, wie sich die Zahlen darstellen. Alles, was ich bis jetzt weiß oder gelesen habe, gehört habe, mitbekommen habe, ist, dass Omikron wohl diese dramatischen Maßnahmen nicht wirklich rechtfertigen sollte. Dürfte, dass man sie trotzdem durchfährt, was wiederum die Überlegung natürlich nahelegt, dass es sich um eine andere, an einen Grund handelt, weswegen man den Lockdown fährt. Und in dem Zusammenhang bin ich am Wochenende, das war auch reiner Zufall, bin ich über eine Grafik gestolpert, die mir dann ja die Augen geöffnet hat, beziehungsweise ziemlich gut das bestätigt, was ich schon vor anderthalb, 2 Monaten mal im Morning Meeting, also ich glaube, war früher schon. Ich weiß gar nicht, wann diese ungeimpften Debatte da losging. Wo ich dann sagte, dass man da eventuell darauf Rückschlüsse ziehen kann, dass man hier versucht, in irgendeiner Form einen Inflationsdruck irgendwie zu managen, dass man eben versucht, an dieser Stelle eben einen Teil jedenfalls der Bevölkerung irgendwie von Konsum oder dem Ausgeben von Geld und somit dann auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes versucht zu managen. Das hört sich zwar erstmal rein spekulativ an, aber wenn man das ein bisschen wirken lässt, dann fängt das an, durchaus einen Sinn zu ergeben, tatsächlich, denke ich. Nun ist es allerdings so, dass das, wie ich auch damals schon sagte, nicht von Erfolg gekrönt ist oder sein wird. Sollte man solch einen Weg gehen, man ging diesen Weg tatsächlich. Man argumentierte das natürlich alles anders. Man müsste die Menschen vor sich selber schützen und dergleichen. Aber auch da hat man der ein oder andere sicherlich die Nase gerümpft, ob das so der Wahrheit entspricht, was da kommuniziert wird. Naja, und jetzt sehen wir einfach, dass man eben offensichtlich nicht Herr der Lage ist mehr im Hinblick besonders auf die Inflation, die sich beginnt aufzubauen. Wir werden gleich einen Blick werfen auf die Erzeugerpreise. Die sind am Freitag veröffentlicht worden für Deutschland auf dem höchsten Stand, glaube ich, seit 1951, wenn ich das richtig gesehen habe in der Historie. Und jetzt offenbart sich ein weiteres Feld an dieser Stelle. Ich bin gestern über diese Grafik gestolpert. Ich habe gerade gesehen, dass dieser Tweet eines Energiekorrespondenten, glaube ich, das heißt das bei Bloomberg. Können wir gleich mal ganz kurz schauen. Ich habe gar nicht geguckt, welche Vita der Herr hat, der da seine Grafik da zur Verfügung gestellt hat. Aber ist auf jeden Fall ein Journalist und jetzt halt die Energiepreisentwicklung eben in Europa aktuell. Und Stichwort Lockdown, was man, glaube ich, sehen kann. Ich habe jetzt keine genauen Statistiken dazu gesehen, aber es macht irgendwie Sinn, ja? Dass man zum Beispiel sagt, nun ja, wenn wir jetzt das Land runterfahren, in Anführungsstrichen, also einen Lockdown verhängen, die Leute im Grunde genommen zu Hause halten, dann ist natürlich auch der Energiebedarf davon dahingehend betroffen, dass er eben weniger stark ausfällt, logischerweise. Also wenn ich zu Hause jetzt hier irgendwie meine Lampe anschalte oder dergleichen, oder sowas anderes, als wenn ich eine große Verkaufsfläche beispielsweise beleuchte oder erwärmen muss oder sonst dergleichen. Also das hört sich jetzt sehr plump an, aber ich denke, das ist absolut nachvollziehbar. Das ist Angebot und Nachfrage. Man könnte sich überlegen, dass auf diesem Weg vielleicht so ein Cap im Bereich des Energiepreises erreicht werden soll, weswegen jetzt eben eine, so zumindest die Zahlen, die wir ja haben, im Hinblick auf die Wirksamkeit von Lockdowns, die ja von Anfang an in Frage gestellt wurden, dass diese eben tatsächlich jetzt wieder durchgezogen werden, weil sie eigentlich ein ganz anderes Ziel verfolgen und dass man im Grunde genommen nur beispielsweise sowas wie Omikron oder dergleichen vorschiebt, dass man in diesem Hinblick eben, dass man versucht, das irgendwie zu rechtfertigen. Nochmal, das ist rein spekulativ, aber als ich am Wochenende über diese Betrachtung stolperte, da habe ich dann an dieser Stelle gleich an diese Gedanken meinerseits schon vor 2 Monaten denken müssen. Und nochmal zurückkommt jetzt. Was hat das mit dem Markt dahingehend zu tun? Natürlich diese Lockdown-Spekulation aktuell, potenziell der Grund für diese Abgabedynamik, die sich jetzt beginnt aufzutürmen. Wir haben nochmal charttechnisch hier einen wichtigen Bereich als Support gehabt, der unterstritten wurde. Das ist diese jetzt rot gestrichelte Linie. Bis dahin, bis heute früh, beziehungsweise Freitag war es eine grün gestrichelte Linie, also eine Supportregion, die jetzt eine Widerstandsregion wird. Und ja, folgerichtig dann eigentlich die Abschläge auf der Unterseite. Nur das, was ich jetzt in dem Zusammenhang halt frage,
ist, wie weit kann es an der Stelle gehen? Also wie dramatisch könnten sich die Abschläge darstellen? Uns muss klar sein, wir sind jetzt hier relativ deutlich unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Also das darf man jetzt schon als Trendbruch bezeichnen. Wir haben in dem Zusammenhang eine wichtige Supportregion, Bereich 14.800 Roundabout. Wenn die gebrochen wird, dann haben wir eigentlich Biss in Gefilde hier. Das sind die Prä-Corona-Hochs aus dem Februar 20 ungefähr, beziehungsweise hier diese Region, wo wir dann zunächst gegen konsolidierten und dann den bullischen Breakout im März 21 sahen. Das ist der Bereich um 14.000 Punkte. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, wir haben natürlich jetzt ein sehr, sehr dünnes Umfeld, in das wir reinlaufen. Also der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran. Mal gucken, ob wir das hier vielleicht noch drin haben. Könnte ich mir aber vorstellen. Es hat damals schon im. Obwohl, so dramatisch sieht das hier gar nicht aus, ehrlich gesagt. Oder? Januar 18. Ach so, oh, Verzeihung, 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 ich bin jetzt gerade. Das war ein bisschen zu weit. Hier, das war im Dezember. Wir hatten dann schon ab. Ja, eigentlich der zweiten Jahreshälfte. Der DAX, der war sowieso relativ schwach. Die Volatilität, besonders im S&P, können wir gleich im Blick drauf werden, noch ein bisschen dramatischer. Aber wir hatten damals ein relativ volatiles, in Anführungsstrichen, Weihnachtsfest. In diesem Zusammenhang. Ausfach begünstigt damals durch diesen Autopiloten, auf dem die Reduktion der Anleiheaufkäufe, Entschuldigung, nicht Reduktion der Anleiheaufkäufe, Reduktion der Fettbilanz, so weit waren wir damals schon, eben laufen sollte, wo es dann ein Anführungsstrichen Reversal gab, auch in der Rhetorik hier am 4. Januar damals, 2019. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein dünnes Umfeld, in das wir laufen, und demnach ist das zutiefst brisant, sollten wir diesen Bereich unterschreiten. Wobei, wie gesagt, davon erstmal bis hierhin jedenfalls nicht zwangsläufig ausgegangen werden sollte, denn so wirklich neu ist das, was wir jetzt zu sehen bekommen im Hinblick auf den Lockdown, eigentlich nicht. Diese ganzen Sorgen, die schwebten schon in gewisser Form seit geraumer Zeit, wie so ein Damoklesschwert über dem Markt. Plus in Ergänzung dazu muss man natürlich auch sehen, dass wir jetzt zwar einerseits eine klare Kommunikation haben, wie es dann geldpolitisch weitergeht, aber eben auch wissen, dass die Fed beispielsweise ausgehend von ihrer Rhetorik, so wie sie Jay Powell jetzt auf der letzten Notenbanksitzung genutzt hat oder gewählt hat, dass eben diese Rhetorik auch in Aussicht stellt, sobald es volatiler wird und der Markt einen bestimmten prozentualen Abschlag gesehen hat, so konkret hat er das nicht formuliert, aber allerspätestens um 20% Korrektur, was immer noch ziemlich brisant wäre, aber da wäre dann einfach eine Gegenmaßnahme seitens der Fed zu erwarten. Und genau diese Gegenmaßnahme in diesem Zusammenhang, die könnte man bereits eventuell schon frühzeitig antizipiert sehen, dass man den Markt gar nicht so scharf unter Druck geraten sieht, weil einfach schon frühzeitig davon ausgegangen wird seitens der Marktteilnehmer, dass die Fed früher oder später sowieso Gewehr bei Fuß steht und genau das den Abgabedruck dann eben so ein bisschen eindämpft oder eindämmt. Also, ziemlich brisanter Bereich, den wir eventuell noch zeitnah attackiert sehen. Das hängt davon ab, wie sich heute Nachmittag die US-Märkte präsentieren. Auch dort gibt es ja entsprechende Spekulationen hinsichtlich Lockdown und dass man eben in diesem Zusammenhang dann ebenfalls jetzt eine fünfte Welle, ich weiß gar nicht, wie viele Welle wir jetzt haben, eben im Hinblick auf diese Omikron-Variante sieht und dergleichen. Auch in den USA ist das ein relativ heißes Thema derzeit. Und ja, also in diesem Zusammenhang, wie gesagt, schauen wir einfach mal, ob heute Nachmittag eine ernsthafte Attacke stattfindet. Sollten wir unter 14,8 ganz besonders, also das sieht jetzt von hier noch ziemlich dramatisch aus, das sind 300 Punkte, aber das muss auch nicht zwangsläufig heute sein. Das reicht auch aus, wenn das morgen auf den Weg gebracht wird. Ein Tagesschluss unterhalb wäre, wie gesagt, ziemlich brisant, weil es dann tieferes Korrekturpotenzial, besonders in einem dünnen Marktumfeld, bis 14.000 Punkte vor Weihnachten sogar noch bereithält. Nochmal, Jahresendrally ist wahrscheinlich jetzt erstmal, sofern meine Einschätzung, definitiv vom Thema, weil wir definitiv kein Thema mehr, weil wir die 15,4 unterschritten haben. Sollten wir überraschenderweise ein scharfes Reversal sehen und dann hier eine scharfe Gegenbewegung einleiten in irgendeiner Form, wenn man am Freitag, obwohl, naja, das war eigentlich auch nicht so super bullish. Oder? Also, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt. Also, ich hatte den Eindruck, es gab im US-Markt gab es ein bisschen mehr Nachfrage, besonders bei den sogenannten Beaten-Down-Titeln. Also, Roku zum Beispiel hat ein scharfes Reversal gesehen. Die Impfstoffhersteller, Novavax, ganz besonders aktuell, aber auch Moderna, sehr, sehr stark gelaufen gewesen. Aber so in der Breite hat das jetzt nicht so stark ausgesehen, ehrlich gesagt, was wir dort gesehen haben.
Wie gesagt, mal schauen, ob wir solch eine Entwicklung in irgendeiner Form dann heute auf den Weg gebracht sehen, sofern sie ausbleibt. Besonders wenn eben die Big Tech Names dann an erster Stelle, wie beispielsweise Apple, eher nochmal Abschläge sehen und nicht die Nachfrage, die ich eigentlich erwartet hätte in den Jahresschluss, ausgehend von der starken Performance und dann eben um die starken Titel im Portfolio zu haben, die schwachen noch weiter abgestoßen werden, Stichwort Window Dressing, und infolgedessen eine gute Positionierung in den Jahresschluss stattfindet, die auch den gesamten Markt schützen dürfte. Zwar dann auf einem recht fragilen Fundament steht, aber nichtsdestotrotz die hohe Marktkapitalisierung dieser Big Tech Names eben dann dazu beiträgt, dass wir den breiten Markt nach oben gezogen sehen, dann wäre das, das könnte noch mal ein bisschen Positives streuen, aber nichtsdestotrotz erstmal im DAX wäre das so. Frühestens mit den US-Märkten ist das zu erwarten. Also ab 15:30 Uhr bis dahin ist es wahrscheinlich eher eine bärische Konsolidierung. Wir sollten uns anschauen, wie wir dann in Relation hier zum EMA 50 auf 5-Minuten-Basis performen. Sprich also, solange wir den nicht zurückerobern, bleibt der Intraday-Vorteil ganz klar short. Jeder Bounce, der den EMA nicht zurückerobert und hier einen Widerstand findet, jetzt Bereich ungefähr 15,150, 15,160 ist eher short zu handeln. Sollten wir den zurückerobern, dann könnte es wiederum interessant werden, vielleicht einen Bounce zu spielen, weil dann könnten wir nochmal hier diese Region um 15,400 anlaufen. Aber nochmal, dafür ist essentiell, dass wir erstmal hier den EMA zurückerobern. Sagen wir Unterhalt. Handeln ist eine Attacke auf die 15.000er Region realistisch. Und der Drop und auch Close unterhalb, wie gesagt, der sollte allerdings dann abhängig gemacht werden von der Performance, die wir in den US-Märkten eben sehen. So, jetzt machen wir noch ganz kurz mal einmal den S&P auf. Also, hier kann man, glaube ich, relativ gut erkennen, dass wir insgesamt range-bound sind. Also übergeordnet. Ich glaube, das fällt sehr deutlich auf, hat sich bis hierhin weiterhin erstmal nichts deutlich eingetrübt. Also tatsächlich laufen wir jetzt hier in einem charttechnisch natürlich ziemlich brisanten Bereich, der, wenn er gebrochen wird, das ist so rund gesprochen ungefähr die 4.500er Region, dann den Bruch aus dem Aufwärtstrendkanal nach sich zieht und dann wahrscheinlich einen Retest sogar der 200-Tage-Linie nach sich zieht. Also das ist genau dieser Flush-Out, der dann im DAX uns Richtung der 14.000er Region führen könnte, sollten wir unter 15 rutschen. Der Kehrseite sehen wir aber auch, es ist halt eine volatile Konsolidierung, aber ein Doppeltop sehen wir, wie gesagt, erst dann, wenn wir hier die 4,5 unterschreiten und auch unterhalb schließen. Bis dahin ist das einfach nur eine bullische Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrendkanals und es ist durchaus im Bereich des Möglichen, vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser starken Überdehnung jetzt auf der Unterseite, dass wir vielleicht gegen diesen Bereich nochmal einen Bounce sehen. Also wir haben relativ klare Level eigentlich hier in diesem Zusammenhang, die wir riskieren können. Sollten wir in diesen Bereich rutschen, also besonders dann, ich würde das Ganze mit dem ETF spielen, mit dem Spider ETF an der Stelle, sollten wir also in diese Gefilde hier rutschen. Das ist so der Bereich 450 Punkte. Ich mache den mal ganz kurz bei mir im Chart auf und zeige ich euch das mal eben, was mir da gerade gedanklich durch den Kopf geht. Oh Mann, hier ist das Spider. So, der sollte heute ein potenzielles Gap Down sehen. Also der wird hier besonders in der wird natürlich nur zwischen 15:30 Uhr bis 22 Uhr gehandelt, weil es ein ETF ist, der hier in dem Fall ARKA gequotet wird. Sprich, das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, ist der vorbörsliche Handel. Ja, so, das wollte ich noch kurz zum Final bringen. Und wir sehen, das ist dann hier diese Region gezähntelt in Anführungsstrichen, also 450 Punkte. Der S&P handelt bei 4.500, so kann man das dann runtergebrochen sehen. Das ist die Schlüsselregion. Und wenn wir jetzt eben zur Eröffnung 15:30 Uhr in den Handel kommen, eine Attacke auf diese Region sehen, vielleicht ein kurzes Überschießen auf der Unterseite, vielleicht nochmal eine Attacke hier auf die Dezember-Tiefs in irgendeiner Form, aber dann ein Rebit. Also das heißt, wir brechen nicht unter die 4,50 an der Stelle, sondern wir können die halten. Wir rückerobern dann eventuell sogar den volumengewichteten Durchschnittspreis, den VWAP. Ich kann das mal ganz kurz hier zeigen. Und das Ganze vielleicht sogar noch unter anziehendem Volumen. Dann wäre in dieser Konstellation durchaus denkbar, dass wir erst einmal einen Bounce zu sehen bekommen, der uns in Richtung der 460 zurückführt, also 4.600er Region ungefähr. Das heißt also gegen diesen Bereich bouncen. Auf der Kehrseite, wenn wir
die 450 anlaufen, unterschreiten, uns unterhalb halten und auch den volumengewichteten Durchschnittspreis nicht zurückerobern, dann wäre das für mich ein klares Short-Signal wiederum. Also den, wo, ausgehend wovon ich dann auch für den DAX weitere Schwäche erwarten würde. Und das ist so ein bisschen das, worauf jetzt eben mein Fokus liegt einfach an der Stelle. Also das heißt, ich harre jetzt die Dinge, die da kommen, im Hinblick besonders auf den DAX. Der würde für mich interessant, wenn wir es schaffen, eben hier den EMA zurückzuerobern. An der Stelle, weil das dann auch CRV-technisch mit einem Bounce bis 15,4 vielleicht ganz interessant würde. Sollten wir jetzt hier unterhalb konsolidieren im Bereich der Tageshochs irgendwo zwischen 15.000 bis 15.100 Punkte, und das scheint das derzeit wahrscheinlichste Szenario zu sein, dann warte ich einfach drauf, wie sich die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren. Und da würde ich dann eben tatsächlich den Weg über den Spider gehen und einfach sagen, Attacke, Flashout gegen die 450, wenn wir die halten können, beziehungsweise ein Quick Rebid sehen, ein erhöhtes Volumen in diesem Bereich, also eine verhältnismäßig hohe Umverteilung, weil vielleicht ein bisschen so ein Panikmodus auch reinkommt. Und wir dann sogar in der Lage sind, den volumengewichteten Durchschnittspreis zurückzuerobern und auch zu halten, dann wäre das für mich eigentlich ein bullisches Signal. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir Richtung 460 oder im Falle dann des Mini S&Ps hier Richtung der 4600er Region zurücklaufen. Das wäre so, wie ich das aus der trading-technischen Perspektive handeln würde. Das implizierte, dass zunächst übergeordnet dieser Abwärtstrendkanal gehalten wird. Es wäre jetzt dann allerdings noch kein klar bullisches Signal, was gesendet wird, denn dafür möchte ich erstmal sehen, dass wir oberhalb von 460 eben schließen würden. Also beziehungsweise dann hier die 4600er Marke auf möglichst Schlusskursbasis zurückerobern. Dann könnte es vielleicht doch nochmal was mit einer Mini-Rallye geben, wo wir zumindest in Richtung der Jahreshochs einen sehr dünnen Handel dann auch nächste Woche nochmal ganz kommenden Handelswoche eben laufen. Aber soweit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, wir warten erstmal ab. Wenn wir jetzt heute Nachmittag 15.30 Uhr reinkommen, wie verhalten wir uns hier? Kriegen wir den Bounce zu sehen? Kriegen wir nicht zu sehen? Halten wir uns unterhalb? Dann wäre auf jeden Fall hier weiterer Abgabedruck zu erwarten und der würde dann auch folglich auf den DAX durchschlagen. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz die Gedanken hinsichtlich hier dieser europäischen Energiekrise aufgreifen. Also hier ist Javier Blas und der ist Chief Energy Correspondent at Bloomberg News. Okay, dann habe ich das richtig zusammengefasst gehabt. Ist auch durchaus von einigen gefolgt, 142.000. Also das ist nicht irgendjemand jetzt an der Stelle. Und jetzt nochmal ganz kurz hier grafisch untermauert, was ich gerade eben schon sagte im Hinblick auf die aktuelle Energiepreisentwicklung und dass man das nicht losgelöst voneinander sehen sollte. Wie gesagt, ich hatte das schon zu Beginn dieses Monats gesagt. Ich bin kein Experte, ich bin niemand, der da in irgendeiner Form sich auf irgendeine Seite schlagen kann, aber es mutet alles irgendwie wieder sehr widersprüchlich an und besonders, wenn man jetzt doch 2 Jahre Pandemie in Anführungsstrichen durch hat und diese ganzen Kommentare diverser Politiker und dergleichen, dann wird man ein bisschen vorsichtig, besonders wenn man eben irgendwie Zweifel hat, Frage stellt und die Fragen dann mehr oder minder niedergebügelt werden, beziehungsweise gar nicht für voll genommen werden. Und man da, ja, also irgendwie das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas komisch, ja, und das war jetzt auch im Hinblick, wie gesagt, auf diese Omikron-Variante, das erhärtete sich gleich von Beginn an, weil die dann eingeleiteten Maßnahmen im Hinblick auf diese jetzt aufgetretene Mutante aus Südafrika, die schienen way over the top, ausgehend davon, was man wiederum aus Südafrika selbst gehört hat, wo man sich äußerte, sagte, wir verstehen gar nicht das Problem. Also ja, diese Variante, diese Mutante gibt es hier. Nein, wir haben keine überlaufenden Intensivkapazitäten oder dramatischste Wellen, Anstiege in den Todesraten oder sonst dergleichen. Nicht, dass das nicht eine Möglichkeit war und hätte sich entwickeln können. Das war natürlich durchaus etwas, das sollte mal Berücksichtigung finden, aber nichtsdestotrotz schien das von Anfang an irgendwie nicht zusammenzupassen oder beziehungsweise man möchte vielleicht es als gefundenes Fressen vielleicht bezeichnen, dass man sagt, Gott sei Dank, da ist eine Mutante und jetzt alle Schleusen auf und jetzt wird die große Panik gemacht, um eben dann entsprechend dramatische Maßnahmen zu rechtfertigen, was auch immer die Grundintention war. Ich hatte ja schon von Beginn an gesagt, wie gesagt, dass mit der Inflation an dieser Stelle, die man versucht auf diesem Weg vielleicht so ein bisschen einzufangen, Stichwort Lockdown für Ungeimpfte und dergleichen, dass das nicht wirklich funktionieren dürfte. Das war irgendwie intuitiv klar. Das kristallisiert sich heraus. Jetzt hat man hier aus dieser Perspektive vielleicht dank Omikron eine Möglichkeit, sogar noch ein bisschen globaler zu agieren und das nicht nur auf dann die Ungeimpften zu fokussieren, sondern auf
alle. Also das heißt, komplett Lockdown zu fahren. Und dann stellt sich sehr zügig einfach die Frage, cui bono? Also wem nutzt das vor dem Hintergrund all dieser Entwicklung? Und erinnert euch dran, diese Absurditäten, die wir gerade zu sehen bekommen. Also meine Skepsis in Bezug auf den Euro, die ist seit Jahren bekannt. Und ich bin da nicht der Einzige, der da sich sehr, sehr kritisch diesbezüglich äußert. Der dann auch zum Beispiel hinsichtlich der Entwicklungen vor einigen Monaten dann auch von Ponzi-Scheme sprach beispielsweise, also Schneeballsystem, was unser Fiat-Geldsystem ist und dergleichen. Und man sollte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzen, dass die besonders Machthabenden, diejenigen welchen, die den Finger übers Geld, die Macht übers Geld haben, haben die Macht über die Menschen, da sind wir uns auch einig, dass die willens sind, alles in ihrer Macht Stehende eben zu tun, dieses Schneeballsystem irgendwie am Laufen zu halten. Also könnte man das durchaus interpretieren, was gerade stattfindet. Und der Crack in the Bottle, also das heißt, dieser Riss im Glas, der ist dadurch entstanden durch den Lockdown und die Pandemie, also Corona, Covid-19, als das eben begann, ein Thema zu werden. Die ersten Maßnahmen, die da auf den Weg gebracht werden, sind Stichwort Lockdown und dergleichen. Die haben schon gezeigt, dass das eventuell zu viel ist. Im Hinblick, also nicht, dass das gewollt war, aber dass das zumindest etwas zu viel ist im Hinblick auf das Fortbestehen dieses Konstruktes. Und was wir jetzt haben, ist eben eine Entwicklung, die dann ergänzend dazu noch hineinspielt. Also Stichwort die Spannungen im Hinblick hier mit Russland beispielsweise, Energieversorgung, Querstrich Gasversorgung, Nord Stream 2, das sind ja alles durchaus Themen, die da eine Rolle spielen und die in den Medien irgendwie hoch und runter laufen, aber wo man vielleicht dann an einer oder anderen Schwierigkeiten hat, diese Zusammenhänge zu erkennen. Und manchmal, ich setze mich dann einfach hin und sage dann, jetzt, ich spiele mal ein bisschen Puzzle, ich denke mal drüber nach, was das auf sich haben könnte. Und wie gesagt, dann stolper ich eben über diese Grafik, und was die hier macht, ist, dass die durchschnittlichen Kosten für Energie an dieser Stelle hier über den europäischen Kontinent mehr oder minder einfängt. Ich glaube, Italien, ist Italien hier nicht drin? Nee, Italien kann man gesehen. Also es sind nicht alle Länder tatsächlich aufgelistet, aber das spielt auch tatsächlich an der Stelle gar keine so große Rolle. Wir haben aktuell eine Megawattstunde, die über in Deutschland jetzt bezogen, die bei über 300 Euro liegt. Das kostet eine Megawattstunde. In Frankreich und der Schweiz kann man hier erkennen, sind wir mittlerweile bei einer Megawattstunde von fast 400 Euro angekommen. Okay, ist das viel, ist das wenig? Das ist immer die Frage. Naja, wenn man hier mal ein bisschen runterscrollt, dann sieht man, dass im Dezember 2019 die Megawattstunde zwischen 25 bis 50 Euro gekostet hat. Also sprich anders formuliert, wir haben aktuell hier eine 6-7-Verachtfachung der Megawattstunde der Kosten, die Energie einfach braucht oder was man dafür bezahlen muss. Wir sehen in Frankreich, was Frankreich? Oh, da muss ich jetzt kurz überlegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es bezüglich der Wartung, glaube ich, so wurde das argumentiert, gibt es, glaube ich, ein Runterfahren von Kernkraft auch an dieser Stelle. Also jetzt nochmal ergänzend dazu, was auch immer, ich habe das nicht genau verfolgt, das ist nur was so mitgesprungen ist, dass man dort wohl, dass wohl einfach weniger Energie in Anführungsstrichen zur Verfügung steht, weil man eben diese Wartungsarbeiten wohl auf den Weg bringt. Und das trägt jetzt nochmal dazu bei, dass es eben zu dieser galoppierenden Preisentwicklung eben tatsächlich kommt. Und nun müssen wir uns Folgendes vor Augen führen. Also Stichwort beispielsweise Kernkraft. Auch dann in der Stelle eben nicht regenerative Energiequellen, Fokus da drauf, grüne Revolution, grüne Welle oder wie auch immer man das nennt, sondern eben der Fokus auf eine Führungsstrichen klassische Energiequellen. Das ist auch in Frankreich zum Beispiel ein großes Thema, weil nämlich im nächsten Jahr dort eine Wahl ansteht. Und Emmanuel Macron hat kurzerhand, jetzt vor einigen Wochen, Querstrich 2, 3 Monaten, irgendwie sowas, ist er ebenfalls auf diesen Zug Energie aufgesprungen, weil er nämlich gemerkt hat, dass sein Fokus hier, Stichwort Grün und dergleichen und möglichst wenig Energie aus Kernkraft und so weiter, dass das problematisch wird, weil diese Preisentwicklung hatte sich ja schon seit geraumer Zeit abgezeichnet im Energiesektor. Und seine politischen Konkurrenten, besonders jene aus dem rechtskonservativen Lager, die erkennen das natürlich und die sprechen sich in dem Fall eben für beispielsweise die Versorgung mit Kernkraft aus an dieser Stelle. Das Thema Energie betrifft alle Menschen, ist somit für Politiker ein hochbrisantes Thema. Das sollte man nicht unterschätzen.
Und es wird jetzt an dieser Stelle offenbar, besonders wenn man eben diese sich galoppierende Preisentwicklung anschaut, dass einfach hier die Politik vor einem Riesenproblem steht, weil dieser Engpass, Energieengpass, den konnte man durchaus sehen. Denn, also man ist da sehenden Auges reingelaufen, weil alle jene, welche die Kritik geübt haben, die haben auch im Hinblick eben beispielsweise auf diesen grünen Fokus, so nennen wir ihn jetzt mal aus politischer Perspektive, genau darauf verwiesen. Und nunmehr ist es einfach so, dass dann besonders für Einkommensschwache durch diese stark inflationäre Tendenz in diesem Bereich einfach Unterstützung notwendig sein wird, weil die sonst andernfalls in Anführungsstrichen im Kalten sitzen. Also der Energiebedarf, der wird eher noch weiter steigen, während das Angebot eher weiter knapp bleibt. Sprich, die Preise sollten eher noch weiter sich entsprechend auf der Oberseite entwickeln. Sprich, seitens der Politik werden Maßnahmen notwendig, entsprechende Preiscaps einzuführen. Also das heißt Obergrenzen für Energiepreise. So, und jetzt nochmal zurückkommend eben auf diese Entwicklung. Man sollte nicht unterschätzen, dass so ein Lockdown natürlich in diesem Hinblick durchaus Wunder wirken könnte. Denn wenn du jetzt in Anführungsstrichen alle sogenannten Non-Essential Businesses runterfährst und die einfach keinen Energiebedarf mehr haben, sondern die Leute zu Hause bleiben, und nochmal, der Energiebedarf, den du zu Hause hast, der ist um Vielfaches geringer als jener, den du hast, wenn du beispielsweise eine Einkaufsmeile oder sowas erleuchten musst, beziehungsweise die Energie, die dort notwendig ist, um eben das Business am Laufen zu halten. Ausgehend hiervon ist durchaus der Gedanke, denke ich, legitim, dazu darauf zurückzuschließen, dass man sagt, das ist eventuell der Haupttreiber, weil so wirklich aus gesundheitlicher Perspektive macht Omikron nochmal jetzt nicht so den Kohl fett, beziehungsweise sorgt für derartige Sorgenfalten. Und genau diese Entwicklung, die sollte man meiner Einschätzung nach im Hinterkopf haben. Besonders wenn man sich dann eben nach der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen eben entsprechend eben diese irgendwie versucht vor Augen zu führen. Ja, und jetzt haben wir die Weihnachtszeit, die Weihnachtstage, da wird man vielleicht mal 5 Minuten Ruhe haben, wird mal 2, 3 Minuten nachdenken und wird sagen, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Wie gesagt, wenn man die Perspektive ändert, glaube ich, dann kann das schon Sinn machen, was da eben gerade entsprechend stattfindet. Aber zurückkommt, wie gesagt, diese Entwicklung, die wir hier sehen, also diese auch dann vielleicht sich abzeichnenden Preiscaps und dergleichen, das muss in Anführungsstrichen bezahlt werden. So will ich es mal zusammenfassen. Also das heißt etwas anders formuliert, du kannst jetzt hier natürlich hergehen und kannst eben entsprechend über sozialistische Maßnahmen, wie beispielsweise eben Interventionen, Regierungsinterventionen im freien Markt eingreifen, um entsprechend eben hier den Bürger zu entlasten. Nur muss das in Anführungsstrichen bezahlt werden. Und das, wie du es bezahlen wirst, wird zwangsläufig auf die Schuldenstände nochmal in Anführungsstrichen obendrauf geschlagen, macht weiteren geldpolitischen Stimulus, in dem Fall seitens der EZB, aber die Situation beispielsweise auch in den USA stellt sich ja ähnlich dar. Aus anderer Perspektive, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich dort der Energiepreis darstellt, aber die Inflation dort, hatten wir jetzt in jüngerer Vergangenheit häufiger zum Thema gemacht, ist auch dort sehr stark anziehend unterwegs. Und das wird früher oder später eben dazu beitragen, oder das sorgt erstmal dafür, dass die Zinsen weiter längfristig unter Druck bleiben sollten. Sprich also, dass ein zutiefst restriktiver geldpolitischer Kurs seitens der Fed, aber auch seitens der EZB sowieso gar nicht wirklich möglich ist. Und das wiederum spricht, dass ich sich dann für an der Stelle eben beispielsweise Investments in Gold längerfristig aus. Ja, also Gold sollte davon eigentlich profitieren. Derzeit kann Gold noch nicht profitieren, aber man hat das Gefühl, wenn man sich diese Entwicklung anschaut, der Spannungsbogen, der baut sich immer mehr und immer mehr auf, und früher oder später wird diese Spannung sich in irgendeiner Form entladen. Also nicht in irgendeiner Form, sie wird sich entladen, und genau das wird dann eventuell der Kipppunkt sein für eine zutiefst bullische Rallye, die wir dann in dem Fall für Edelmetalle an der Stelle eben erwarten dürfen. Also, das nochmal ganz kurz hier im Zusammenhang, wie gesagt, mit dieser Energiepreisentwicklung. Ich muss mal ganz kurz jetzt schauen. Ich hatte hier noch was vorbereitet gehabt. Ja, genau. Die Erzeugerpreise einmal aus Deutschland an dieser Stelle. 19,2%. Ja, das sind hier an der Stelle die höchsten Stände gewesen seit 1951. Genau, seit 1951. Hier macht sich dann auch bemerkbar, dass dieser Inflationsdruck sich kontinuierlich aufbaut. Also das ist nicht nur der Energiesektor, sondern das ist auch auf breiter Front erkennbar. Also auch diese Entwicklung. Ich erinnere mich dran, ich weiß gar nicht, wann hatte der Markus Krall von der Degussa, der hatte, glaube ich, mal eine Umfrage gemacht, einfach nur um eine Idee zu bekommen. Er hat natürlich auch sehr, sehr viele Unternehmer, die ihm folgen, in dem Fall die direkt diese Lieferengpässe beziehungsweise auch die Erzeugerpreise dann an dieser Stelle eben direkt also real vor sich einfach haben, und hatte da eine Umfrage, glaube ich, bei Twitter war es gestartet, und hatte auch über seine Webseite, glaube ich, oder
Ich glaube, es war aber hauptsächlich Twitter, hat er dann eine Umfrage gestartet und hatte da eine Indikation mehr oder minder abgeleitet. Das waren über 200 Leute, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenbekomme, die sich dort gemeldet hatten bei ihm und dann entsprechend ihre Erfahrung skizziert hatten. Das ist ein halbes Jahr her, also roundabout. Und jetzt sehen wir einfach genau diese Entwicklung, die er da schon skizziert hat, sehen wir halt sich dramatisch entsprechend entfalten. Und das wird zwangsläufig auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Also das heißt, die Inflation beginnt zu galoppieren. Also wir sehen stark anziehende Inflation, der wir offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, Herr zu werden. Denn folglich ist es natürlich so, jetzt könnte man sagen, naja, wir werden jetzt einfach dann dramatische Zinsanhebungen zum Beispiel erwarten dürfen, um diese galoppierende Inflation irgendwie einzufangen. Das Problem an der Stelle wird nur sein, du wirst einen Crash der Aktienmärkte auf diesem Weg sich nach sich ziehen sehen, was so ein bisschen die Frage aufwirft, welche Möglichkeiten da bestehen, wenn du genau diesen Crash der Aktienmärkte eigentlich vermeiden möchtest. Also diese Spannung, die sich an diversen Stellen jetzt zeigen, verstärkt. Und zwar nicht nur hier in Europa, sondern auch in den USA. Das sind halt die potenziell meiner Einschätzung nach das ist das Endstadium einfach dieses Schneeballsystems, welches wir einfach haben. Und wo die Währungen potenziell an der Stelle eben eher unter Druck geraten, beziehungsweise harte Werte, ja, reale Werte, wie beispielsweise Edelmetalle oder beispielsweise auch Krypto, eben tatsächlich an dieser Stelle eben eine verstärkte Nachfrage sehen sollten. Führt uns, lange Rede, kurzer Sinn, führt uns eben zu einem grundsätzlich sehr, sehr stark bullischen Bild, was wir eben in dem Fall für Gold skizzieren. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass wir bis jetzt noch keinen starken bullischen Drive zu sehen bekommen haben. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja alles in allem ein sehr, sehr bullisches Umfeld einfach saisonal jetzt aktuell vorfinden. Nochmal, das, was wir allerdings an der Stelle nicht unterschätzen sollten, ist eben, dass es dann diesen, ich glaube, Krall bezeichnete den als diesen Ketchup-Effekt eben sehen. Also nicht nur in Bezug auf die Inflation, sondern dass sie eben dann auch dieser stark bullische Push plötzlich aus dem Nichtsfass kommt und dass wir dann eben eine sehr, sehr starke bullische Entwicklung zügig in dem Fall in Edelmetallen, in dem Fall in Gold sehen, aber das Gleiche auch beispielsweise sich im Kryptobereich widerspiegeln könnte. Wobei natürlich die Performance in Krypto nochmal stärker an dann auch klassische risikobehaftetere Assetklassen wie beispielsweise Aktien angelehnt ist. Also sprich, die Volatilität hier im Kryptobereich sollte um ein Vielfaches höher tatsächlich sich darstellen. Für Gold, wie gesagt, bleibt das mittel- bis längerfristig die aktuellen Entwicklungen klar bullische, bleibt das ein klar bullischer Ausblick, auch wenn wir den derzeit nicht zu sehen bekommen. Kurzfristig möchte ich hier Bounces gegen diese ehemaligen Hochs um 1790 ungefähr gerne long handeln. Aktuell haben wir Schwierigkeiten, die 1800 zurückzuerobern. Ich war so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Sah eigentlich vielversprechend aus im Anschluss an die Fed. Ne, wir starteten ja die Rallye hier auf diesen kurzen Spike, trotz dieses geldpolitisch restriktiveren Kurses. Haben dann eben die 1800 zurückerobern können. Allerdings toppen wir jetzt gegen diesen Bereich zunächst einmal hier aus. Nichtsdestotrotz bleibt der Ausblick bullisch, solange wir oberhalb von 1790 uns stabilisieren können. Long also gegen diesen Bereich. Längerfristig Stop. Vielleicht bist du sogar im Bereich um 1750 und hast dann eben hier entsprechend ja, CRV, was eigentlich erst attraktiv wird, wenn du wirklich auf die 1900 gehst. Ja, weil wir mit einem relativ weiten Stop eben tatsächlich an der Stelle arbeiten. Vielleicht kommst du auch mit einem kleineren Risiko rein, weil du eigentlich sagen kannst, sobald wir unter 1790 rutschen und auch unterhalb schließen, möchtest du eigentlich dann nicht mehr long sein. Also das ist erstmal der Long-Trigger. Wie gesagt, Stop müsste man dann von der Price-Action ein bisschen abhängig machen. Ich glaube, allerspätestens willst du ihn auf jeden Fall auf der 1750 haben, vielleicht ein Stück weit höher, 1760 vielleicht auch. Das schaut mir eher danach aus, als wenn das eine Übertreibung, so ein Spike-Out einfach auf die Fed war. Deswegen würde ich wahrscheinlich hier auf die 1760 mit einem Stop gehen. Vielleicht können wir aber auch mit einem kleineren Risiko arbeiten. An der Stelle spätestens dann, wenn wir gegen die 97 nicht aufdrehen. Aber egal, wie wir es drehen und wetten. Also grundsätzlich bleibt das Bild für Gold eigentlich aus der Perspektive bullisch. Wobei wir jetzt natürlich, und das ist der ganz wichtige Punkt dabei, nicht unterschlagen sollten. Es könnte allerdings weiterhin auch ein relativ wilder Ritt werden. Also dieses gerade skizzierte, eigentlich unumstößliche bullische Bild für Gold, das könnte auch in Anführungsstrichen nach hinten losgehen, nämlich just in jenem Moment, wo genau dieser Preiscap käme und wo wir vielleicht dann gegen diesen aktuell stark sich beschleunigenden Inflationsdruck kurzzeitig jedenfalls einen Spike sehen, durch eine entsprechend zu erwartende Manipulation durch Preiscaps seitens der Regierung und dergleichen im Energiebereich an der Stelle eben, welches dann eher vielleicht sogar eine deflationäre Tendenz nach sich ziehen könnte.
durch den sich kontinuierlich aufbauenden Kontrollverlust Leute eher anfangen, sich zurückzunehmen und anfangen, ihr Geld beisammen zu halten und es dadurch zu einer deflationären Entwicklung kommt, die natürlich im ersten Moment sicherlich günstig wäre, so dahingehend nämlich, dass der Inflationsdruck eingefangen wird und dann im Endeffekt seitens der Notenbank erstmal keinerlei Aktion erforderlich wäre. Aber es hätte natürlich auch hinsichtlich des Bias und der Marktpsychologie dramatische Auswirkungen, denn es würde nämlich zeitgleich auch potenziell eher Abgabedruck eben dann im Aktienbereich beispielsweise nach sich ziehen wiederum, was dann eben grundsätzlich sich eher in einer dann wieder expansiver präsentierenden Notenbank resultieren könnte. Also das ist nicht zwangsläufig gesagt, dass wir sofort in einem Zug dieses bullische Szenario sehen, aber längerfristig, glaube ich, tut man jetzt aktuell gut daran, sich darauf vorzubereiten, dass es ein ziemlich holpriges Unterfangen wird die kommenden Monate und das im Hinblick eben auf die derzeitigen Entwicklung, besonders im Energiesektor, aber auch generell die stark anziehende Inflation, dass da eher Turbulenzen oder ein Kontrollverlust so seitens der Regierungen, Querstrich der Geldpolitik ganz besonders und der Zentralbanken eben sich mehr und mehr eben tatsächlich abzeichnet. Also nochmal, 1790, wenn wir die halten können, diese Region, ist das eher ein Long-Trigger, gegen den wir long sein wollen. Sollten wir unter 57 rutschen, was ich aktuell als unwahrscheinlich erachte, aber was eine Option darstellt, könnte nochmal eine Attacke auf die 1680, 1700er Region tatsächlich stattfinden. Im Bereich Bitcoin bzw. Krypto ist das Bild natürlich ebenfalls weiter eher günstig, ausgehend von dem Bild, was ich gerade skizziert habe. Nichtsdestotrotz könnte das auch kurzzeitig ein verhältnismäßig holpriger Ritt werden, so möchte ich das mal bezeichnen. Also es ist nicht gesagt, trotz des fundamental günstigen Bildes, es ist nicht zwangsläufig gesagt, dass wir nicht ja auch hier erst nochmal stärkeren Abgabedruck sehen. Wir sehen jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt hier und Bitcoin dann in dem Fall unter die 46 kurzzeitig gerutscht. Allerdings konnten die Tiefs von Freitag hier jetzt deutlich gehalten werden an der Stelle. Allerdings müssen wir eben jetzt auch die 46,2 zurückerobern, um dann grundsätzlich erstmal Versuch wenigstens zu starten, nochmal hier diese Abwärtstrendlinie zu attackieren, die sich da übergeordnet herauskristallisiert hat. Unterhalb derer bleibt der Modus eher weiter short, kurzfristig jedenfalls. Das heißt also, da siehst du eine Risikoaversion, die sich eben dahingehend dann bemerkbar macht, dass wir im Bitcoin eben Abgabedruck sehen, wobei, wie gesagt, ich grundsätzlich ein übergeordnet bullisches Bild eben skizzieren würde. Auch wenn Bitcoin an der Stelle beispielsweise im Vergleich zu Ethereum sich relativ schwach präsentiert. Ethereum hat sich noch nicht abgestoßen von dieser übergeordneten Abwärtstrendlinie. Also ihr könnt eigentlich schon erkennen, dass mein Fokus hier eher auf Ethereum eigentlich liegt. Auch wenn da natürlich jetzt heute früh hier durch das Unterschreiten was war's, 3,9 ungefähr, eben nochmal stärkerer Abgabedruck sich aufgebaut hat. Aber wir haben auch hier keine ernsthafte Attacke jedenfalls auf die Tiefs nochmal vom Freitag gesehen. Wir hangeln uns so im Bereich dieser übergeordneten Aufwärtstrendlinie hier, hangeln wir uns lang. Es ist aber eine relative Stärke im Vergleich eben zu Bitcoin, die ich hier ausmache, weswegen ich Ethereum eigentlich bevorzuge derzeit. Und ganz besonders in just jenem Moment, wenn diese türkisfarbene Abwärtstrendlinie eben gebrochen würde. Das käme dann wahrscheinlich, korrespondierte dann mit einer Rückeroberung, deutlichen Rückeroberung der 4000er-Marke hier an dieser Stelle. Ja, und würde weiteres Aufwärtspotenzial vielleicht sogar nach sich ziehen, zügig in Richtung der 4800er Region. Also anders formuliert, wenn dieser Kontrollverlust sich beginnt dramatisch zu beschleunigen, Stichwort Energiepreise, Notenbanker, entsprechende Energiecaps, Preiscaps, die dann eingeführt werden, Lockdown, egal wie, egal was, was einfach beginnt, das Vertrauen auch in die zugrunde liegenden Währungen der jeweils betroffenen Währungsräume massiv zu erschüttern. Also sprich besonders im Euroraum, aber beispielsweise auch in den USA. Dann sollte oder tut man gut daran, frühzeitig eventuell Investments in harten Assets, beispielsweise eben Gold, Edelmetalle oder eben auch einen Teil vielleicht im Kryptobereich eben unterzubringen. Ich glaube, das ist in Antizipation keine schlechte Idee. Kurzfristig ist das natürlich ein bisschen ein, wie soll ich sagen,
Nervös machen das vielleicht, weil man hier in diesem Zusammenhang besonders in einem Risk-Off-Modus kurzzeitig einen stärkeren Abgabedruck sieht. Aber man sollte das dann nicht aus der spekulativen Perspektive betrachten. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Man sollte es nicht so aus der spekulativen Perspektive sehen, sondern eher als Hedge gegen die Turbulenzen, die uns eventuell ins Haus stehen. Also bei mir, vielleicht sehe ich das Bild aktuell zu schwarz, aber ich sehe langsam auch eine Resignation. Beziehungsweise es spiegelt sich mehr und mehr auch seitens der Politik beispielsweise, hierzulande zum Beispiel, spiegelt sich einfach wieder, dass die mit ihrem in Anführungsstrichen Latein am Ende sind. Also das macht sich dann beispielsweise auch dahingehend bemerkbar, dass man jetzt ja immer härtere Maßnahmen gefühlt irgendwie sieht, wenn man diese Spaziergänge, so nennen wir sie jetzt mal, oder Demos eben sieht, die zunehmen. Also hier zumindest hierzulande hat man den Eindruck, dass sich das beginnt über die gesamte deutsche Landkarte zu erstrecken. Also das sind nicht mehr nur bestimmte Bereiche in der Bundesrepublik, wo eben sich der Widerstand beginnt zu zeigen, sondern das zeigt sich mittlerweile in verschiedensten Regionen. Und dann kriegst du eben diese Meldungen zu sehen, wo dann eben beispielsweise auch die Polizei definitiv härter durchgreift. Vielleicht auch entsprechende Maßgabe an dieser Stelle seitens der Politik, so will man das vielleicht an der Stelle schon fast zusammenfassen. Und da spiegelt sich irgendwie so ein Aufbau einer Spannung einfach innerhalb unserer Gesellschaft wieder, der auch dann seitens der Politik mehr und mehr zeigt, dass man einfach ja, dass man einfach nicht mehr wirklich weiter weiß, wie man das Ganze ja noch irgendwie am Laufen halten will. Die Widersprüche, in die man sich verstrickt, die Kommentare, die gestern so, heute so sind und dergleichen, das sind eben klare Anzeichen dafür, dass hier dieses potenzielle Schneeballsystem rund um den Euro eben mehr und mehr beginnt ins Wanken zu geraten. Bedeutet also etwas anders formuliert, die Volatilität dann, die wird auch in solchen Bereichen wie im Kryptobereich oder in Edelmetallen verhältnismäßig hoch bleiben, ja. Nichtsdestotrotz ist längerfristig eher damit davon auszugehen, dass man hierdurch mindestens einen Wert erhält. Also besonders im Edelmetallbereich, aber eventuell auch im Kryptobereich vielleicht sogar gegenüber dann den klassischen Fiat-Währungen eben erwarten darf oder ja, sehen sollte. So, ja, das also noch zu Krypto und ein paar Gedanken, was wir aktuell hier zu sehen bekommen. Kurz mal überlegen. Nike, wir wollten noch Nike, wir wollten noch einen Blick drauf werfen. Und wir wollten noch einen Blick werfen. Also FedEx zum Beispiel oder Rivian auch, waren jetzt nicht so spektakulär am Freitag. Habe ich wirklich komplett rausgehabt. Also Rivian dachte ich ja, da könnte vielleicht noch ein bisschen Abgabedruck sich zeigen. Wir hatten dann allerdings hier zu sehen bekommen, dass sich ja das übergeordnete Bild so ein bisschen stabiler präsentierte. Und auch Rivian war verhältnismäßig beaten down. Der durchwachsene Growth-Ausblick oder Wachstumsausblick hinsichtlich auch dann zum Beispiel Lieferengpässen und dergleichen, was da kommuniziert wurde, hatte ja zunächst zum scharfen Gap Down dafür gesorgt, hatte uns in Richtung dann vielleicht auch des IPO-Preises hier um $90 ungefähr geführt. Und allerdings der Abgabedruck, der war nur kurz nach der Markteröffnung, war der erkennbar. Dann haben wir uns angefangen zu stabilisieren gegen diese 93er-Region und sind dann eher aufwärts gedriftet, zurück in Richtung der 100er-Gefilde. Das war trading-technisch jetzt nicht ganz so attraktiv. FedEx war sehr stark eigentlich, aber nichtsdestotrotz hat eben nach einem kurzen starken Opening Drive es dann nicht geschafft, weiter bullisches Momentum aufzunehmen. Also trotz eines sich stabil präsentierenden Marktes, woraus ich jetzt geschlossen habe, dass FedEx dann doch nicht relativ so stark ist. Also, damit sind Rivian und FedEx für heute raus. So, und auch für ein sogenanntes Secondary Play, eigentlich sind die raus. Heute nachbörslich, wie gesagt, kommen Nike mit Zahlen und nochmal hier ganz kurz. Nike und Micron. Das ist übrigens nicht Snowflake am Freitag, ja, das ist Heiligabend. Das war nur ein Spaß. So, also Nike und MU. MU? Machen wir Micron. So. Also, besonders Nike könnte interessant sein. Ihr seht an den Linien, das war auch schon in der jüngeren Vergangenheit ein Thema. Also, wir warten erstmal die Zahlen ab. Nur, dass ihr wisst, wenn da heute ein bisschen mehr Volumen ist in der Aktie, das hat vielleicht damit zu tun, dass man sich frühzeitig auf den Earnings Release eben tatsächlich positioniert. So. Also, seit geraumer Zeit hat sich hier so eine Abwärtssequenz herauskristallisiert. Fokus dürfte jetzt ungefähr auf der 160er-Region liegen. Wie gesagt, morgen, beziehungsweise heute Abend, schauen wir einfach, wie die Earnings veröffentlicht werden. Ich bin gespannt, ob wir heute im Laufe des Tages dann die 150 halten können, beziehungsweise müssen wir mal kurz gucken.
Vielleicht sind wir schon in der Vorbörse unter dieses Niveau jetzt gerutscht. Mal kurz einen Augenblick. Es könnte sein. 160, ja. Also das dürfte für heute erstmal so eine Inflection sein. 160, dann warten wir einfach auf die Earnings ab. Sobald die 160 gebrochen wird, könnte es sein, dass auch übergeordnet dann durch einen entsprechenden Abgabedruck sich hier weiteres Abgabepotenzial, dass das freigelegt wird, dass wir vielleicht nochmal in Richtung der 150er-Region korrigieren. Wir sind nach dem Ausbruch jetzt hier, das war durch ebenfalls ein Earnings-Release im Juni, wenn ich das richtig zusammenbekomme. Das müsste aber gewesen sein, also ein ziemlich scharfes Gap-Up. Hatten wir Allzeithochs markiert gehabt und konsolidieren seitdem zwischen eben, also auf jeden Fall oberhalb von 150, im Bereich zwischen 145 bis eben 180 roundabout. Und sehen eine relativ breite Konsolidierung. Sollten die Earnings in irgendeiner Form enttäuschen, sollten sich irgendwelche Lieferengpässe herauskristallisieren, wie auch immer geartet, sollte irgendwie der Wachstumsausblick nicht passen, irgendwas in die Richtung irgendwie nach unten guiden, man vielleicht, dass man die anziehende Inflation hier in irgendeiner Form zum Thema macht. Also egal wie auch immer man das in der Stelle eben dann negativ interpretiert, ein Flush Richtung 150, 145 wäre denkbar. Das könnte aber dann auch eine interessante Region sein, Chance-Risiko-Verhältnis, gegen die man sich long positioniert inmitten oder dann gegen das untere Ende dieser Konsolidierung, in der sich eben Nike hier derzeit wieder findet. Wie gesagt, das ist erstmal so das übergeordnete Bild an der Stelle. Harren wir mal die Dinge, die da kommen, die da heute Abend veröffentlicht werden. Und dann positionieren wir uns ausgehend davon. Micron hat bereits hier sich gegen diese Region um ungefähr 70 Dollar nach oben abstoßen können. Hat auch dann hier die 200-Tage-Linie zurückerobern können, konsolidiert jetzt zwischen 80 bis rund ja, 88 Dollar, Pi mal Daumen. Semiconductor, also das bedeutet Halbleiter, aktuell auch potenziell ein heißer Bereich, Stichwort Halbleiter Bedarf einerseits, auf der Kehrseite aber eben dann auch entsprechend vielleicht Lieferengpässe bzw. entsprechende Supply Chain Issues an dieser Stelle, die vielleicht beginnen hier eine Rolle zu spielen. Auch da sehr interessant mit Sicherheit, ob wir einen Bruch aus dieser aktuellen Konsolidierung eben zu sehen bekommen durch den Earnings Release. Auf der Oberseite natürlich dahingehend optimal, weil dann hätten wir vielleicht sogar in den Jahresschluss hinein oder zügig zu Beginn des kommenden Jahres eine Attacke vielleicht auf die 100er Region, die wir erwarten können. Auf der Unterseite wäre ein Flush Down, erstes Ziel 75, vielleicht sogar tiefer. Das wären so vielleicht sogar nochmal dann die Tiefs dieser unteren Konsolidierungsregion. Also auch da die charttechnische Konstellation auf jeden Fall interessant. Alle Details morgen. Ja, wir gucken morgen nach den Earnings Releases eben von Nike und Micron, gucken wir drauf. Wie gesagt, charttechnisch beide interessant. Micron vielleicht sogar noch ein Stück weit eher. Ach, mir einfach Dinge gekommen. So. Ach, schau mal an. Da ist der DAX. Hat die Tiefs halten können. Und jetzt kommt eben der Bounce und die Rückeroberung. Ich sehe mich gerade hier in der Chat-Analyse. Der Verweis von Martin. Deswegen, da kam ich jetzt gerade drauf. So. Also, wir haben jetzt Käufer gefunden. So viel steht fest. Noch haben wir allerdings nicht gewonnen, in Anführungsstrichen die Bullen haben noch nicht gewonnen, dafür müssen wir jetzt erstmal den EMA 50 an der Stelle halten. Demnach, mal schauen, ob wir jetzt hier nochmal überrollen, Retest dieser Region zu sehen bekommen, sollten wir diesen Retest zu sehen bekommen und diesen Bereich halten und hier dann in diesem Bereich konsolidieren, vielleicht auch mit Ausblick auf die US-Märkte, dann wäre der Bereich so wahrscheinlich 15,170 Pi mal Daumen, das ist ungefähr der EMA wahrscheinlich, wäre potenziell eine Einstiegsregion, also Rücksetzer gegen diese blaufarbene Linie hier, also diese gleitende Durchschnittslinie, nicht die türkisfarbene, das ist der Kassa oben. Dann würden wir mit einem Stop arbeiten, knapp unterhalb des EMAs. Ich würde mal sagen, ausgehend von der aktuellen Volatilität haben wir irgendwie ein R von 30, 40 Punkten Pi mal Daumen. Das könnte unser Risiko sein, R. Und dann würden wir auf der Oberseite auf einen Retest hier dieser gestrichelten Linie, also die 15.400er Region. Dann sieht man allerdings, dass das CRV ziemlich attraktiv sein könnte.
werden würde. Nicht nur sein könnte, sondern werden würde. Wir reden hier von 200, 230 Punkten roundabout, die wir als Chance haben auf der Oberseite, was einem CAV von 5:1, vielleicht sogar 7:1 entsprechen könnte. Setzt allerdings voraus, das ist natürlich die Grundvoraussetzung für solch einen Lauf, dass wir auch die Unterstützung seitens der US-Märkte heute Nachmittag zu sehen bekommen. Nochmal, das ist das, wie ich skizziert hatte, 4:5 auf der Unterseite, vielleicht ein kurzer Flashout, vielleicht sehen wir auch jetzt schon in der Vorbörse, davon ist tatsächlich auszugehen, werden wir schon sehen, dass dieser Bereich gehalten werden kann. Wie gesagt, vielleicht sehen wir einen kurzen Flash auf der Unterseite, vielleicht ist es gar nicht die 4:5, vielleicht ist es die 4:5:22 hier, diese Region, 4:5:20er Region. Sollten wir die halten können, sollten wir uns oberhalb von, in dem Falle dann des Spider, oberhalb des WeWops halten können, dann könnte genau das die Nachfrage in den Markt bringen, die auch zeigt, wir sind so ein bisschen overdone auf der Unterseite und diese ganze Lockdown-Überlegung und dergleichen, alles, was wir jetzt gerade zu sehen bekommen, konnte man so erwarten. Ist vielleicht so ein bisschen sehr emotional gerade die Debatte, die wir hier zu sehen bekommen. Die Motivation ist vielleicht eine ganz andere an dieser Stelle, die vielleicht das sogar wahrscheinlicher werden lässt, dass es geldpolitische Interventionen in irgendeiner Form gibt, um eventuelle Spannungen hier abzufedern oder sonst dergleichen. All das ist eben etwas, was man in Betracht ziehen sollte, was sich vielleicht jetzt hier frühzeitig beginnt im DAX rauszukristallisieren. Wenn wir den EMA halten, dann könnte ein Szenario so aussehen mit einem Retest-Bounce zurück in Richtung der 15.400er Region. Aber nochmal, das setzt die Unterstützung seitens der US-Märkte einfach voraus. Ja, das wäre es meinerseits soweit tatsächlich gewesen. Ja, dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Wie gesagt, Einzeltitel Nike und Micron nachbörslich mit Zahlen, die letzten relevanten Earnings-Releases, die wir dieses Jahr noch zu sehen bekommen. Potenzielle, obwohl, wir können auch noch ganz kurz einen Blick werfen, einmal hier auf die Impfstoffhersteller. Moderna beispielsweise, über 300 gelaufen. Novavax, neue Hochs markiert, handelt um, jetzt in der Vorbörse schon bei 2,43. Also nur, dass man mal einschätzen kann. Wenn wir uns hier den Chart mal angucken. Ja, das sind die Niveaus. Also da ist vielleicht auch nochmal Potenzial bis in Richtung hier der September hoch, das ist der Bereich so 2,75, 2,76. Da geht es jetzt an die Zulassung der Impfstoffe seitens der EMA. Da ist auch eventuell in den Jahresschluss hinein nochmal einiges an Bullishness zu erwarten. Also eventuell ist das jetzt ein scharfes Gap-Up, das haben wir schon in der jüngeren Vergangenheit gesehen. Wenn wir dieses Gap halten können und uns oberhalb hier von 2,30 in Novavax dann halten können, ist durchaus denkbar, dass wir mindestens nochmal die 2,75, vielleicht sogar die 300er Region anlaufen, relativ zügig. Moderna ist dann auch so ein Kandidat, nochmal liquider, auch tradingtechnisch sicherlich attraktiver, wo wir vielleicht dann nochmal, ihr könnt da sehen, diese potenzielle Bodenbildung in die 200er Region eben beginnen auszubilden und das dann vielleicht auch hier deutliches Anziehen nochmal mit Notierungen im Bereich 370, vielleicht sogar 400, das ist ein bisschen sehr optimistisch, aber zumindest mal so die 360, 370er Region, dass die angelaufen werden könnte. Also tradingtechnisch sind die Impfstoffhersteller aktuell durch die jüngsten Entwicklungen natürlich Omikron und dergleichen ebenfalls potenzielle Trading-Kandidaten. Ich würde die besonders moderner allerdings eher längerfristig eigentlich handeln wollen, beziehungsweise wenn ich mich positioniere in denen längerfristig, dann wäre mein Fokus wahrscheinlich längerfristig auf Novavax beispielsweise, während Moderna wiederum zwar auch längerfristig interessant ist, aber dennoch im kurzfristigen Bereich attraktiver tradebar wäre. Also da hatten wir ja mal durchaus das mit dem durchschnittlich gehandelten Volumen und dergleichen im Spread und so weiter, hatten wir zum Thema gemacht. Kann man auch hier schon in der Vorbörse sehen. 90 Cent Spread, das ist wirklich attraktiv, selbst jetzt schon in einem sehr, sehr dünnen Umfeld. Wenn wir da im Vergleich dazu mal uns Novavax angucken, haben wir einen Spread von 2,70 $. Das ist dreimal so groß. Das hat eben damit zu tun, dass Moderna einfach eine in Anführungsstrichen bessere Trading-Aktie, wenn auch sehr volatil ist, wenn auch ATR-technisch mit Sicherheit nicht zu unterschätzen, also durchschnittliche Schwankungsbreite, aber dennoch aus trading-technischer Perspektive attraktiver. So, das wäre es meinerseits gewesen. Also, happy trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting 10.30 Uhr am 21. Dezember 2021 am Dienstag. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Und wie gesagt, wir hören uns morgen wieder hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann.